Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder da mit RiseTCG. Werden wir heute ein neues Video starten. Ich habe euch auch was mitgebracht. Also auf Instagram gibt es eine Verlosung. Folgt mir auf Instagram und dann könnt ihr was richtig, richtig Cooles gewinnen. Falls euch das Video hier gefällt, kriegt ihr dieselben Produkte vielleicht in eure Hände for free. Jo, hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Lange ist es her. Ihr wisst es vielleicht, habt ihr es auf Instagram schon mal mitbekommen, ich habe eine neue Leidenschaft für mich entdeckt. Auf Kickstarter habe ich ein neues, aufstrebendes TCG entdeckt und heute möchte ich euch das mal vorstellen, denn es gibt wieder ein neues, kleines Mini-Sonderset. Ja, ich hole mal die Sachen hier ins Bild rein, die ich per Post bekommen habe. Ja, das Ganze kommt immer aus Frankreich, zu mir nach Hause. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam das Sonderset Monster Kiss öffnen. Ja, das ist das Valentinstags-Sonderset. Genau, insgesamt 10 Stück habe ich bestellt. Das kann man immer auf darkscreengames/shop bestellen. François von Aurelli, genau, war ja doch richtig. Genau, das ist quasi sein neues Kartenspiel. Der sitzt ja schon viele, viele Jahre dran, testet. Gibt ein besonderes Spiel, einen besonderen Spielmechanismus. Man kann es alleine spielen, man kann es gegen jemanden spielen. Und so weiter und so fort. Also falls euch das interessiert, schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, schaut in die Links, RiseTCG, kommt auf den Discord-Server, richtig geile Leute da, dort kann man auch gut tauschen. Hier habe ich einen Booster, was von ihm noch unterschrieben wurde, ja, richtig cool, das werde ich mir so weglegen, das werde ich nicht öffnen. Und noch ein zweites unterschriebenes Booster, das werde ich auch nicht öffnen und weglegen. Dann waren noch zwei Bonuskarten mit am Start, auch beide jeweils unterschrieben. Richtig, richtig schön. Sorry, dass ich nicht alles in die Mitte halte, aber auch zur Seite. Das heißt, wir haben jetzt noch insgesamt 8 Booster offen und es gibt natürlich auch sehr begehrenswerte Karten da drin, also Goldkarten. Ja. Ich werde das Video-Editing bei diesem Video jetzt mal nicht so aufwendig gestalten. Ja. Ich weiß auch noch nicht, wo ich es hochladen werde, ob es auf YouTube kommt und auf Instagram oder in den Discord. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall werden wir uns heute anschauen, was sich hier drin verbirgt. Dafür hole ich noch eine Schere, einen Moment. Zack, Schere ist auch mit am Start, denn das aufzureißen, das möchte ich einfach nicht riskieren. Ja, ich möchte nicht, dass da was kaputt geht. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, schaut auf Instagram bei mir vorbei. Das erste Booster schneiden wir jetzt mal auf. Ich glaube, ich habe zu kurz geschnitten. Nee, ja, oder? Das ist wie gesagt ein kleines Miniset und ich hoffe natürlich, dass wir jede Karte einmal ziehen. Und da sehen wir die erste Karte auch schon uns entgegenspringen. Das ist, ich probiere gerade einen neuen Kameramodus aus. Der nennt sich beim iPhone Kino. Ja, schauen wir einfach mal. Also eine wunderschöne Karte. Der Hintergrund wird immer unscharf gestellt. Deswegen die Ecken der Karten vielleicht auch hin und wieder. Die sind aber nicht unscharf. Die sind wirklich in echt, sind die scharf. Keine Sorge, Leute. Bilious Beast, ja. Die erste Karte. Hier unten hat er sich auch was Besonderes einfallen lassen. Da hat er jetzt ein Herz reingemacht. Das sind die englischen Karten. Es gibt sie auch noch in Französisch. Da ich aber kein Französisch kann und verstehe, habe ich natürlich zum Glück englische Karten. Genau. Ich glaube, man kann auch nur englische Karten kaufen aktuell. Es wird aber auch noch weitere Sondersets geben und so weiter. Also, wenn ihr euch da überzeugen wollt, schaut gerne vorbei. Wie gesagt, kommt auf den Discord und wir gucken uns Karte Nummer 2 an. Das ist die Bomb. Ja, eine wunderschöne Karte, eine Herzbombe. Guckt euch die Struktur an. Das ist richtig, richtig geil. Richtig schön einfach nur. Neues Holo-Pattern hat er hier auch nochmal ausprobiert, beziehungsweise angewendet. Ihr seht, hier oben sind so kleine Kreise drin und einfach wunderschön, wie die Karten marmoriert sind und wie sie dann im Licht wirken. Einfach nur cool. Kann ich ja mal die Rückseite zeigen von der Karte. Ist nämlich auch nicht ohne. Upsala. So. Gucken wir mal. Da seht ihr auch schon, da ist eine Struktur drin. Das hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, diese lange Entwicklungszeit seiner Karten, seiner Artworks. Und er malt das auch alles aktuell noch selber. Das ist alles von ihm selber illustriert. Also richtig cool. Deswegen steht hier unten auch auf jeder Karte noch sein Name drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt lesen könnt. Aber gut, gehen wir weiter durch. Die Bombe nochmal in einer anderen Version. Hier unten sehen wir immer Love 04C zum Beispiel. Das ist die C-Version, das gerade war die A-Version. Und die E-Version ist, meine ich, die seltenste von allen. Hier haben wir jetzt ein The Lovers-Karte. Guckt euch das mal an. Auch hier wieder die Holo-Foil.
Richtig, richtig cool. Und die Seltenheit gestaltet sich anhand dieses Symbols hier unten. Ja, ihr seht, das hat sich verändert. Umso mehr Flügel quasi da dran sind, umso seltener ist es. Das kann man sich aber auch auf der Webseite alles einlesen, falls man sich da informieren möchte. Oder wenn ihr möchtet, kommt doch, tretet mit mir in Kontakt. Ich kann euch da auch noch was zu sagen oder die Infos liefern. Guckt euch das an, wie das einfach reagiert. Ist das schön. Richtig schöne Karten. Passend zu Valentinstag in etwas rosa gehalten. Und oh, guckt euch das an. Wir haben die gleiche Karte nochmal als Goldkarte, ja, als Full Art Signature. Hier seht ihr, jetzt haben wir nicht diese Flügel da unten. Nein, wir haben hier unten eine rosa Unterschrift von ihm. Ja, so wie auf den Bonuskarten, nur dass sie hier gestampt ist, die Unterschrift. Geil. Richtig, richtig schön. Die Karte wird natürlich auch sofort gesleeved, damit ich nicht, dass da irgendwas dran kommt. Die anderen werde ich hoffentlich noch. Soweit ich weiß, gibt es halt jede Karte auch einmal in Gold. Das heißt, insgesamt 4 Stück, glaube ich, müsste es geben. So, hier haben wir den nächsten Batzen Karten. Und jetzt versuchen wir mal auf den Rand zu schauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt mit dem Modus, den ich gerade drin habe. Aber der Rand dürfte in Regenbogenfarben bei euch ankommen. Gut, ich selbst sehe es jetzt auch nur richtig schwach. Das sieht man halt erst richtig stark, wenn man einen richtigen Batzen Karten in der Hand hat. Vielleicht machen wir das am Ende mit allen Karten, wenn ich alle Karten ausgepackt habe, alle 8 Booster, dann gucken wir nochmal. Hier haben wir nochmal das Beast als B-Version. Ja, also die Karte kennt ihr ja jetzt mittlerweile auch. Also das heißt, langsam können wir auch etwas schneller durchgehen. Die A-Version der Bombe kennen wir auch mittlerweile. Dann haben wir die C-Version nochmal, die haben wir auch gerade schon gesehen. Und ist das gleiche Booster? Das sieht ähnlich aus, ne? Hier haben wir nochmal The Lovers in normal und The Lovers nochmal in Gold. Das ist tatsächlich, glaube ich, exakt dasselbe Booster gewesen. Ey, coole Sache. Hammer. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Goldkarte. Ich verweise nur auf diese Booster-Artwork, auf dieses Booster-Artwork. Also, was für eine Karte gibt es wohl noch? Ihr könnt ja mal dreimal in den Kommentaren raten. So, kann man jetzt hier den Regenbogeneffekt langsam sehen? Seht ihr das? Das ist langsam. Also, wenn man einen Stapel Karten irgendwo hat oder in die Hand nimmt, das wirkt schon richtig, richtig cool dann. Aber warten wir mal ab. Das sind, glaube ich, noch nicht genug, um den Effekt wirklich richtig zur Geltung zu bringen. So, schauen wir mal in das nächste Pack hinein. Ich habe richtig, richtig lange drauf gewartet. Das war richtig schade, dass das halt nicht rechtzeitig, also beziehungsweise nicht zugestellt wurde von der DHL. Ich kann euch aber mal erzählen, wie wunderbar das gelöst wurde. Ich habe ein Ticket aufgemacht, dann habe ich mit ihm gechattet und einem Mitarbeiter von ihm und dann haben wir das, hat er einfach gesagt, ja, dann schicke ich dir nochmal 10 los. Ich hoffe, die kommen dann an und ich hatte keine Mehrkosten zum Glück. Also super gelöst. Das Booster hier startet auch wieder exakt gleich wie das vorherige. Ja, wir haben wieder das Beast am Start. Jetzt haben wir hier die D-Version des Herzens, also etwas in Orange gehalten. Schön. Hoffentlich kriege ich das Master Set. Hier haben wir jetzt die B-Version. Ein sehr dunkel gehaltenes Rosa-Violett. Ja, auch schön. Und dann noch einmal die C-Version da drinne. Und als letzte Karte haben wir die Lovely Harnia. Harnia, das ist quasi die Karte, die auf dem Booster zu sehen ist, beziehungsweise die Illustration. Richtig, richtig cool. Guckt sie euch an. Also eine der Hauptkarten in diesem Set. Ja, die 1A haben wir hier. Gibt es hier bestimmte Bereiche, die maskiert wurden, damit die diesen Effekt bekommen. Und manche sind halt einfach glatt. Also ich finde solche Details einfach richtig, richtig stark in so Kartensammelspielen, CCGs, dass man da einfach ja eine Variation und auch Texturen und sowas hat. Dass man sieht, die Leute geben sich da richtig viel Mühe, die Karte besonders aussehen zu lassen, stecken da Liebe und Ideen und auch Zeit rein. Richtig, richtig schön. Das gefällt mir. So, das vierte Booster wird geöffnet und ich gucke immer, dass ich nicht in die Karten reinschneide, weil das wäre richtig, richtig schade. Machen wir mal hier. Oh, ich habe schon wieder gesehen, da ist eine Goldkarte am Ende. Hoffentlich ist es nicht wieder The Lovers, sonst muss ich, dann muss ich halt einfach tauschen. Aber gucken wir mal. Wir fangen wieder an mit dem Beast, ja. Das Beast ist immer mit am Start, in jedem Booster gefühlt, aber nicht schlimm. Und die Herzen natürlich auch.
Wie gesagt, das ist ein kleines Miniset. Es gibt nicht allzu viele Karten. Das richtige Set am Ende hat 306 Karten, 306 verschiedene wunderschöne Artworks. Da kommt man dann mehr auf seine Kosten. Und ist das etwa off-center? Guckt euch das mal an. Guckt euch mal die Striche an. Links den Strich und rechts und dann den Rand daneben. Das ist doch rechts breiter als links. Cool. Eine Off-Center-Karte habe ich noch nie gesehen. Aber geil, ich glaube, hier ist eine Gold hinter. Wir haben eine Gold dahinter. Und das ist doch safe wieder The Lovers. Wenn ich mir das angucke da hinten, da diese Punkte, die da unten drauf zu sehen sind, da, ja. Oh, ihr seht es gar nicht, weil es nicht fokussiert ist. Da hinten, diese Punkte da drauf, dann ist das doch wieder The Lovers. Ja, es ist wieder The Lovers. Das gibt's doch gar nicht. Warum kriege ich denn die ganze Zeit diese eine Goldkarte? Ich meine, es ist schön, weil dann kann ich die tauschen, dass man überhaupt Goldkarten kriegt, weil das natürlich etwas die Karten sind, die dann am Ende auch noch die, ja, ich sag mal, besseren Preise erzielen können. Aber gut, wir haben ja noch 4 Booster, das heißt viermal die Chance, noch eine andere seltene Karte zu ziehen hier. Deswegen drückt mir einfach mal die Daumen und wir schauen weiter rein. Es gibt ein gutes Gefühl, Karten wieder zu öffnen. Ihr wisst, ich liebe es, ich mache es viel zu selten. Wir starten wieder mit dem Biest rein, haben wieder die Bombe dahinter. Diesmal The Lovers an dritter Stelle hier. Auch gut. Nochmal The Bomb in A-Version. Nochmal das Biest. Ist das dasselbe Biest? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo, irgendwann mal bringt. Ich habe das Ganze natürlich auch auf Kickstarter unterstützt. Das heißt, da werde ich auch noch ordentlich was bekommen. Wenn das dann rauskommt, dann werdet ihr, denke ich, auch mit Videos wieder versorgt. Spätestens dann, wenn ich die Fotos davon auf Instagram poste oder... Ah, da haben wir sie nochmal. Oder halt, was wollte ich sagen? Ja, kleine Mini-Sachen rauskommen. Ich glaube, die ist auch auf Center. Kleinere Mini-Kartensets von Rise rauskommen. Also ich bleibe auf jeden Fall mit am Start. Mich hat es überzeugt. Die Community ist richtig geil. Macht einfach Spaß. Macht einfach nur Spaß. Und wie gesagt, ich bin da dran, für euch auf Instagram auch einige Sachen zu klären, dass ihr da auch mal einen Geschmack von bekommen könnt, wenn ihr vielleicht gerade nicht das Geld habt, euch das mal testweise zu kaufen, um euch davon zu überzeugen. Dann folgt mir einfach, wie gesagt. Okay. Ganz viele Herzen hier und nochmal das Biest. Ich werde gleich mal dann durchgucken, die ganzen Karten auch einhüllen und dann nochmal Revue passieren lassen. Und die letzte Karte ist nochmal The Lovers. Okay, also wir haben die Harnia leider nicht in Gold gezogen, vielleicht habe ich das Glück und kann es mir ja tauschen. Den Rest der Karten haben wir auf jeden Fall zu Genüge gezogen. Richtig cool. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke, ein Video oder ein Foto wird auf Instagram folgen, welche Karten ich jetzt alle habe, welche mir noch fehlen, werde ich sowieso auf dem Discord wahrscheinlich auch posten. Und ja, vielleicht habt ihr ja tatsächlich auch schon Karten davon bestellt und seid auch schon Rise-Begleiter, Community-Member, dann... Falls ihr die Karten habt, die mir fehlen, schreibt mich gerne an. Ich bin bereit zu tauschen. Vielleicht habe ich ja was, was euch noch fehlt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi vom Kollegen Trade. Ciao.